Starke Nerven für den Riesenlooping. Der 20-jährige Christian muss heute noch viel mehr mitbringen. Genau wie sein Kumpel Patrick stellt er sich heute einem Wissenstest im Megacoaster. Welcher der Jungs zieht heute mit Sieg, Ruhm und einem Geldgewinn davon? Willkommen zum härtesten Quiz der Welt, dem Achterbahn-Quiz. Wir kennen schon seit Ewigkeiten und von dem her ist mir eigentlich egal, weil ich gönn's ihm genauso wie mir. Wir gehen jetzt nächste Woche auf Mallorca und da wird das Geld einfach für Alkohol verprasselt. Hier bitte aber noch nüchtern mitfahren. Pro richtige Antwort gibt's 10 Euro für den Sieger. Der Verlierer geht leer aus. Erste Frage, welcher Popstar ist auf Barbados geboren? Auf Barbados? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Rihanna, nennt die Hauptstadt der Schweiz? Bern. Zürich. Und die Hauptstadt von Ägypten? Kairo. Kairo. Sehr gut. Wofür steht das Kürzel USB? Universal Serial Bus. Keine Ahnung. Na gut, buchstabiere Rhythmus. Also Rhythmus buchstabiert R-H-Y-T-M-U-S. R-H-Y-T-M-U-S. Fast. Nächste Frage. Was ist 25 mal 6 plus 4? Warte, 25 mal 6. 154. 154. Prima. Und was wird kürzer, je länger man dran zieht? Was wird kürzer, je länger man dran zieht? Zigarette. Die Köpfe rauchen, aber die Fahrt ist nun auch schon vorbei. Hast du die Aufgabe mit USB gewusst? Nee, du? Ja, ich wusste. Was war die Antwort? Universal Serial Bus. Ja gut, ist halt vom Geschäft, das habe ich dann mitbekommen. Wir wollen jetzt erstmal den Sieger mitbekommen. Wer sackt die Kohle ein? Und gewonnen hat... der Chris. Jawohl, hier, fett die Kohle. Aber Patrick, mach dir nichts draus. Christian hat 4 Fragen richtig beantwortet und gewinnt. Freier Fall wie gemacht für eine ultimative Achterbahn-Challenge. Wir haben euch online abstimmen lassen, welch peinliche Aufgabe YouTube-Star Jonas Ems und Flo während der Fahrt meistern müssen.